Liebe Zuseher von RE1, wir sind heute in Binswang beim 20. Straßenrennen. Im Moment fährt noch die Jugend und in wenigen Minuten startet das Elite-Rennen. Und ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze jetzt an. Zustande gekommen ist es damals im Jahr 94, da hat der Müller Dietmar, da gerade aus der Nachbarschaft, unser Radass damals zu der Zeit, der war da gerade in seiner, eigentlich am Höhepunkt seiner Karriere, der hat da seine Connection, sagen wir mal, in die Radszene ein bisschen ausgenutzt und hat da einfach die Idee, dass man da in Binswang Radrennen machen könnte. Und der hat das damals mit dem Keller Michi das erste Radrennen organisiert. Und im Laufe der Jahre ist das eigentlich immer mehr so in die Hand von Sportfahrern übergegangen. Und jetzt machen wir das eigentlich mehr oder weniger aus Eigeninitiative in Zusammenarbeit mit den Kollegen aus dem angrenzenden Bayern. Und wie weit fahren die jetzt? Wie viele Runden drehen die? Die Elite-Klasse fährt jetzt 18 Runden und das entspricht so einer Distanz ungefähr zwischen 70 und 80 Kilometer. So, ich habe jetzt einen Fahrer gefunden von der Elite. Das Rennen läuft allerdings noch. Jetzt muss ich fragen, warum bist du da und nicht mehr draußen? Das Anfangstempo war extrem hoch, eine Attacke nach der anderen. Das Heizomat-Team, KT-Team hat eine Attacke nach der anderen gekontert und dadurch war das Tempo extrem hoch. Ja, und nach 7 Runden musste ich einfach sagen, Stecker und es war vorbei. Extrem hohes Tempo, das heißt? Also auf der Geraden habe ich öfters mal runtergeschaut, waren wir so um die 50 Stundenkilometer sind wir gefahren. Und jetzt erschöpft? Erschöpft, ja, ein bisschen enttäuscht, dass ich dem hohen Tempo doch Tribut zollen musste, aber sonst ist alles okay. Fürs erste Mal war es okay. Wie gefällt es Ihnen schon, in Binswang zum Fahren? Ich kenne es noch von vorletzten Jahr. Ich habe bis vor kurzem in Fronten gewohnt und ich finde es einfach traumhaft. Ja, also das Straßenrennen ist es, so wie ich gehört habe, das 20. Mal. Und das ist eine super Sache, weil ja da wenig Verkehr ist und die Leute sind es langsam gewohnt. Und es ist jeder neugierig drauf und freut sich, wenn da nichts passiert und so, und dass es gut abläuft. Wie oft bist du nachher schon da gewesen? Also ich bin nicht so arg oft da, bloß beim schönen Wetter, ich bin jetzt das dritte Mal da. Ich fand es gut, dass es da in Binswang ist. Sehr gut sogar. Da ist was los und das ist für die Jugend Sport super. Und ist es für die Anrainer ein bisschen nervig, dass man vielleicht nur mal so hin und her fahren kann wie sonst? Einmal im Jahr macht das nichts. Ja, ich bin auch nur für sich da. Ich bin jetzt gerade so der mega Radschauger, Radrennenschauger. Ich komme halt her, dass der ein bisschen was konsumiert, dass der Verein leben kann und dass der Verein existieren kann. Das ist mein Beitrag. Bringt das Binswang was Besonderes? Oder? Ja, ich glaube schon. Also, es ist jetzt das 20. Mal, also man kann schon sagen, dass es in Ordnung ist und dass das also wirklich sesshaft war und dass das ein fixer Standpunkt oder ein fixer Datum im Kalender aushalten. So, ich bin jetzt da bei der Startnummernausgabe. Wie viele Leute haben sich denn da heute angemeldet? Da haben sie angemeldet. 4 Starter waren in der Jugend, 9 bei den Junioren, 2 Damen und 47 in der Eliteklasse. Haben sich da jetzt Außerferner auch angemeldet? Oder? In der Eliteklasse 3 Außerferner dabei, und zwar der Schädli Mario, der Breslauer Florian und der Pfaut Mirko. Vielen Dank. Bitte.
So, ich bin jetzt beim Drittplatzierten von der Jugend. Erstmal herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Wie gefällt es dir in Binswang zum Fahren? Ja, Binswang ist eine schöne Strecke, sehr schneller Kurs, gefällt mir recht gut doch. Wie schnell fahrt ihr jetzt da? Ja, wir sind jetzt an die 40 km/h im Durchschnitt gefahren. Sind heute viele in deiner Altersklasse gestartet? Leider waren es heute bei mir nur 6, also ein sehr kleines Fahrerfeld. Wenn das Straßenrennen wieder stattfindet, bist du dann wieder dabei? Ich bin auf alle Fälle wieder dabei, weil es von uns auch nicht so weit ist zum Fahren. Ja. Ja, ich finde das alles super. Bei uns ist das Highlight im Mai das Straßenrennen und jetzt schon das 20. ist sicherlich für Binswang ein Höhepunkt, gerade speziell mit der Allgäu-Serie miteinander. Und ich kenne es eigentlich von der ersten Rennen her, war ich schon damals mit dabei, wo man eigentlich das bei uns ins Leben gerufen hat. Und ich finde, das ist echt eine super Aktion. Was bringt das für Binswang? Für Binswang bringt das sehr viel, weil wir eine ganz kleine Gemeinde sind, angrenzend natürlich zum Allgäu. Und das ist natürlich sicherlich für die Allgäuer auch immer ganz spektakulär. Die Rennen bei uns, es werden immer ein bisschen Probleme ausgeschüttet. Und unser Sportverein macht das als Aktion. Und ich finde das echt super und auch eine Werbewirkung für unsere Gemeinde. Jetzt ist ja morgens Mountainbike-Rennen ins Dreiländereck. Wären Sie da mitfahren? Also ich muss jetzt leider uns dazu sagen, ich wäre sicher dabei sein, aber nicht auf dem Sattel. Ich werde mir das ersparen. Ich bin zwar auch ein Radfahrer und fahre gerne mit dem Rad, aber ich finde, also das lasse ich den Sportlichen über. Ich wäre sicherlich aber mit dabei sein, das ein bisschen verfolgen, ganz gespannt. So, du hast mir jetzt gerade erzählt, dass dein Papa da heute mitfährt. Ja, und im Moment ist halt eine Führungsgruppe, aber mein Papa ist gerade im Hauptfeld. Wie fühlt sich das an? Ja, ist spannend und ich hoffe halt immer, dass er vorkommt unter die ersten 10. Bist ganz stolz? Ja, wenn er dann gut ist, dann schon. Jetzt ist nur noch eine Runde zum Fahren, gell? Ja, jetzt ist dann ja dann Zieleinfahrt und dann hoffen wir auch, dass er unter die ersten 10 kommt. Ich habe jetzt einen Sieger bei mir von der Elite. Erstmal herzlichen Glückwunsch zu dem grandiosen Sieg. Dankeschön. Wie fühlt sich das an? Ja, ganz gut eigentlich, ja. Ich möchte sagen, ja, das sind jetzt, sage ich mal, die Cup-Rennen, die sind für uns ganz wichtig, weil die eben hier in der Region sind. Für unser Team ist das ganz wichtig und die letzten Wochen hat unser Team gezeigt, dass es immer stärker wird. Und ja, heute haben wir gute Teamarbeit geleistet. Ich habe die Gruppe erwischt, habe mich in der Gruppe sehr stark gefühlt, wusste, dass ich um den Sieg mitfahren kann. Dass es dann zum Finale so rausgeht, das war natürlich schon schön für mich und ja, bin zufrieden. War bis zum Schluss aber immer ein bisschen ein Kopf-an-Kopf-Rennen, oder? Es war sehr spannend, weil die Spitzengruppe zur Zeit oder teilweise nicht richtig gelaufen ist und das Feld immer wieder zwischen 30 Sekunden und einer Minute weg war von uns. Und das war immer so ein bisschen, ja, sehr knifflige Sache. Stehen jetzt bei Ihnen noch mehr Rennen auf dem Programm in der näheren Zukunft? Ja, wenn man es genau nimmt, werden das jetzt in dem Monat noch circa 10 Rennen sein. Und du bist jetzt Vierter geworden? Genau, ja. Also da kann man aus der Ferne schon zufrieden sein, denke ich mal. Muss ich da ganz fest dazu gratulieren. Super Leistung. Wie ist es gewesen? War es hart mit zum Halter oder ist es gegangen? Ja, es war schon hart. Es war ziemlich schnell. Es war, ich glaube, nach der Hälfte oder so haben wir uns abgesetzt mit 6 Leuten. Einer ist nachher noch weggeplatzt. Und ja, zu 5 sind wir noch auf die Zielgerade. Einer hat nachher einen Sturz gehabt. Ja, und ja, dann bin ich noch Vierter, bin ich nachher geworden. Ja. Aber das war super, ja. Herzlichen Glückwunsch. Willst du nächstes Jahr wieder mitfahren? Ja, ich vermute mal schon, ja. Ja, Binswang ist wunderschön, ja. Es ist kein Berg drin, ist komplett flach, das liegt mir gut. Und ich werde sicher wieder starten.